Am ersten Tag auf See befinden wir uns auf der Nordsee. Der Tag bricht an und ich bin auf dem Außendeck, um den Sonnenaufgang festzuhalten. Mächtige Wolken zieren den Himmel und es ergibt sich ein Lichtspektakel der aufgehenden Sonne am Horizont auf der Nordsee. Ein Sonnenaufgang auf der Nordsee von einem Kreuzfahrtschiff aus ist ein besonderes, beeindruckendes Schauspiel, das durch die offene See, die sanfte Bewegung des Schiffs und die ungestörte Sicht auf den Horizont eine einzigartige Atmosphäre schafft. Die unendliche Weite auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es keinen Landblick, der den Horizont stören könnte. Die Sonne erhebt sich direkt aus dem Meer und die Farben des Himmels scheinen endlos zu sein. Die Wellen reflektieren das Licht der aufgehenden Sonne. Bei ruhiger See wirken die Farben wie ein gemaltes Bild. Bei bewegter See funkeln die Sonnenstrahlen auf jeder Welle. Die Wellen und der sanfte Wind ergänzen das visuelle Erlebnis durch einen beruhigenden Klangteppich, der die frühe Stille der See unterstreicht. Mit etwas Glück sieht man Delfine, die in den ersten Sonnenstrahlen aus dem Wasser springen, oder Zugvögel, die über die See fliegen. Da ich das erste Mal auf der 2015 gebauten Aida Prima mich befinde, eignet sich ein Seetag dazu, das Schiff mal zu erkunden. Auf der 300 Meter langen und 37,5 Meter breiten Aida Prima gibt es sehr viel zu entdecken. Sie hat 18 Decks, davon können die Passagiere 15 davon benutzen. Auf Deck 3 findet man den Sanitätsbereich, die Bar, das Pier 3 sowie für Kaffeegenießer einen Starbucks. Im Deck 4 liegt die zentrale Rezeption. Ansonsten befinden sich auf diesem Deck Innen- und Außenkabinen für die reisenden Passagiere. Das Deck 5 ist ebenfalls ein reines Passagierdeck mit Innen- und Außenkabinen. Die Plaza mit diversen Shops, Bars, den Zugang zu den Restaurants und das Theatrium befindet sich auf Deck 6.
Hier möchte ich auch meine Tour durch das Schiff beginnen. Eine besondere Bar auf Deck 6 ist für die Erwachsenen die sogenannte Night Flight Bar. Hier wurde in den Abendstunden ein tolles und spannendes Erwachsenenprogramm geboten, wie zum Beispiel eine Burlesque-Show. Für alle Sekt- und Champagnerliebhaber ist die Spraybar ein Muss. Komplett in Weiß gehalten, strahlt sie ein besonderes Ambiente aus. Für alle Liebhaber der spanischen Küche ist die Tapas Bar der richtige Anlaufpunkt, um sich mit den lokalen Köstlichkeiten verwöhnen zu lassen. Die Disco D6 ist für Jung und Junggebliebene ein weiterer zentraler Anlaufpunkt. Hier konnte man bis spät in die Nacht bei fetzigem Sound feiern und tanzen. Natürlich darf auf einer Plaza eine scharfe Ecke, wo es knackige Currywürste in verschiedenen scharfen Ausprägungen zu genießen gab, nicht fehlen. Im Zugang zum Theatrium, dem Mittelpunkt des Schiffs, befinden sich einige nette kleine Bars. Die großen Abendshows der AIDA Stars finden hier im Theatrium statt. Auch die Reisevorträge der Scouts, das Spiel Bingo und vieles mehr kann man im Theatrium genießen. Im Heck des Schiffs befinden sich die ersten großen Restaurants, wie zum Beispiel das asiatische Is-Restaurant. Das Restaurant Casanova an Bord der AIDA Prima ist ein elegantes Spezialitätenrestaurant, das italienisches Flair und mediterrane Genussmomente bietet. Es gehört zu den à la carte Restaurants des Schiffs und ist bekannt für seine authentische Küche und stilvolle Atmosphäre.
Das Belladonna-Restaurant ist ein Buffet-Restaurant, das den Gästen eine breite Auswahl an mediterranen Gerichten bietet. Es ist ein beliebter Ort für Genießer, die abwechslungsreiche Speisen in einer entspannten Atmosphäre genießen möchten. Ebenfalls auf Deck 6 findet man dann noch das Marktrestaurant. Auf unserer Tour durch das Schiff wechseln wir nun auf Deck 7. Auch hier gibt es weitere Restaurants, den Zugang zum Theatrium, der Plaza und das Fitnessstudio. Auf Deck 8 ist der größte Bereich der Wellness- und Spa-Bereich. Ebenso erreicht man von hier auch das Theatrium. Und es gibt ein kleines Spezialitätenrestaurant. Das Deck 9 und das Deck 10 sind weitere Decks für die Passagiere. Hier befinden sich eine große Menge von Innen- und Außenkabinen. Auf Deck 7 starte ich nochmals unsere Tour durch das Schiff am Weite Welt Restaurant. Liebhaber von deftiger Hausmannskost wie den Schweinshaxen, Schnitzel mit Pommes oder das selbstgebraute Bier. Im Brauhaus auf dem Schiff kommen diese Liebhaber hier voll zum Genuss. Das French Kiss, die Brasserie an Bord der Aida Prima, ist ein charmantes à la carte Restaurant, das die Gäste mit einem authentischen französischen Bistro-Erlebnis verwöhnt. Es gehört zu den kulinarischen Highlights auf dem Schiff und ist ein Muss für Liebhaber der französischen Küche. Die Kunstgalerie an Bord ist ein eleganter Bereich, der Kunstliebhabern und Sammlern die Möglichkeit bietet, Werke bekannter Künstler zu entdecken, zu bewundern und zu erwerben. Sie verbindet die Kreuzfahrterfahrung mit der Faszination für zeitgenössische Kunst und besondere Kunstobjekte. Das Fotostudio bietet den Gästen die Möglichkeit, professionelle und hochwertige Fotos von sich und ihren Mitreisenden zu machen. Er ist der perfekte Ort, um unvergessliche Momente auf der Kreuzfahrt stilvoll festzuhalten. Auf Deck 7 kann man ebenfalls das Theatrium passieren, um in den Bug des Schiffes zu gelangen. Auf der rechten Seite befindet sich dann dort die Hemingway Lounge. Auch eine Magnum Eisbar findet man auf Deck 7. Im
zweiten Stock der Plaza sind einige AIDA-Shops angesiedelt, wie zum Beispiel eine Parfümerie, ein Nagelstudio oder ein Friseur. Auch ein Lego-Shop darf natürlich für die kleinen Reisegäste hier an Bord nicht fehlen. Das Fitnessstudio an Bord der AIDA Prima, Teil des Body und Soul Sport Bereichs, ist eine moderne und umfangreich ausgestattete Einrichtung, die speziell für Kreuzfahrtgäste entwickelt wurde, die auch während ihrer Reise fit bleiben möchten. Es bietet zahlreiche Möglichkeiten, Sport zu treiben und sich aktiv zu erholen. Natürlich darf auf einem AIDA-Schiff eine Sushi-Bar für Asia-Fans nicht fehlen. Das Außendeck der AIDA Prima ist ein weitläufiger und gut ausgestatteter Bereich, der den Passagieren eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten bietet. Es ist der perfekte Ort, um die frische Meeresbrise zu genießen, sich zu entspannen oder an Aktivitäten zu beteiligen. Auch ich werde mir nun eine Liege suchen, um die schönen und sonnigen Momente am Seetag zu genießen. Am Abend befinden wir uns zur ersten Show im Theatrium. Die AIDA Show Addicted to Love ist eine der spektakulären Produktionen, die an Bord der AIDA Prima aufgeführt wird. Diese Show kombiniert packende Musik, beeindruckende Choreografien und eine mitreißende Atmosphäre, die perfekt auf das Thema Liebe abgestimmt ist. Addicted to Love ist eine mitreißende Tanz- und Musikshow, die sich thematisch rund um das Konzept der Liebe dreht. Sie erzählt von den vielen Facetten der Liebe, von leidenschaftlichen und romantischen Momenten bis hin zu den Herausforderungen und emotionalen Höhen und Tiefen, die mit dem Thema einhergehen. Die Show bietet ikonische Liebeslieder aus verschiedenen Jahrzehnten und Musikrichtungen, die sowohl klassische als auch moderne Hits umfassen. Bekannte Songs wie Addicted to Love von Robert Palmer und andere Klassiker des Pop und Rock sind Teil dieses Repertoires.
Die AIDA Lasershow an Bord der AIDA Prima ist eines der spektakulärsten Highlights, das sowohl Technologie als auch Kunst miteinander vereint. Diese visuelle und musikalische Darbietung sorgt für ein unvergessliches Erlebnis, das Gäste während ihrer Kreuzfahrt begeistern wird. Die AIDA Bar ist der perfekte Ort, um die Lasershow zu erleben. Es handelt sich um eine der beliebtesten Bars an Bord der AIDA Prima. Die AIDA Bar ist bekannt für ihre stilvolle moderne Einrichtung und die tolle Aussicht. Hier endet nun der Seetag und morgen werden wir den Hafen in Rotterdam erreichen. Also bis bald aus Rotterdam, euer Dirk.